So, liebe Freunde, der Haufen ist das Ziel. Ich werde irgendwo einen Weg auffinden. Da in der Schlucht irgendwo. Und da ist die Tüte, die das bewerkstelligen wird. Ja, auch fantastisch. Fantastisch. Nie und nimmer wäre ich da mit den Keilen aufgefahren. Nie und nimmer. Aber wie gesagt, hat damit zu tun. Härtere Reifen, härtere Einlagen. Das sind schlicht und einfach für schwere Autos. Und sonst gar nichts. Rene war blöd, nichts geht mehr. Da haben wir so einen Schupfer. Da werden wir müssen ein bisschen Treif geben. Jawohl, da, jawohl. Und so geht's ab wie zu. Jawohl, jawohl, bitte Leute, bitte. Da schaut es aus. Mit dem richtigen Reifen, mit dem richtigen Gewicht. Einfach fantastisch. So, und nachdem ich jetzt da oben angekommen bin, haben wir da oben da ein bisschen herumfahren, ewig wieder den Weg nach unten suchen. Ja, bitte, nur bitte hin und her lenken, kein Problem. So, jetzt wird der Platz aber eng da rum. So, jetzt da stehen wir schon bei meinen Latschen an.
So, muss einmal die Stallung wechseln. So. Nicht gut. So, nachdem das ein Fahrfehler war, ein klassischer, einfach fort, ich mag nicht. Ich mag nicht schneiden, mag nicht zwicken. Wie es ist, so ist es. Fertig. Ich kenne da welche, die würden das Video 27 Mal erschneiden. Und das brauche ich nicht, das tue ich einfach nicht. Fertig. Ich schere mich einfach nicht. Soll einfach so wie es sei, wie es ist. Spaß machen. Mal schauen, ob ich da gerade drüber rumkomme. Oh, jetzt beim Bergab fahr das halt. Da ist halt jetzt die Spreu, die da vom Weizen getrennt wird. Und das ist halt natürlich mit den Fusion Pro 2,3 kV ein Wahnsinn. Das ist wirklich der helle Wahnsinn. Schaut euch das auch einmal. Mit all den anderen fliegst, dass die Hälfte genug ist. Ist aber natürlich auch so, dass halt die Ausbalancierung vom Auto halt auch ein Wahnsinn ist. Abgestimmt halt Auto, Reifen, Gewicht, Einlagen, alles halt wirklich tutti perfetto, wie man sich schon sagt. Einfach klasse. Dazu kommt natürlich, dass die Sperren auf den Punkt schalten und nicht, wenn du es geschalten hast, irgendwann sie einmal einschalten, sondern sofort und auf der Stelle. Aber beim Ausschalten dasselbe ist, hat mit Einstellung und mit dem Fett zu tun. Was das Fett betrifft, gut schmieren, aber nicht überfetten. Und Einstellung, dass der Bautenzug genau passt. Und damit der Schaltweg perfekt ist. Ich druck drauf auf den Knopf und die Sperre ist aus. Fertig.
wenn ich es einschalte, ist es sofort wieder da. Jawohl, so, so schaut es aus. So, meine lieben Herrschaften, mein berühmter Schlusssatz, liebe Leute, Schluss für heute. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, viel Spaß beim Schauen. Herzlichen Dank für eure Treue. Und bitte nicht vergessen, ich habe es ja schon das andere oder öfter mal gesagt, bitte nicht verwechseln mit dem GV Biker 1. Will ich nicht. Den eigener Mann. So, liebe Freunde, los für heute.